Ja. Kann ich die Maske wieder abziehen? Die beschlägt nämlich so langsam. Oh. Aua. So. Jetzt sehe ich auch wieder was. Das war's. Tot ist er. Wer war Person 2? Hab ich was verpasst? Ach so, wahrscheinlich Cordoba. Hieß er so? Nee. James Corden? Keine Ahnung. Doch Cordoba. Cordoba hieß der, ne? Wir finden einen schönen Platz für ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Gut, mehr kann der kleine BD-Bon auch nicht tragen. Der zweiten Chance schon so nah. Was für ein schlechter Witz das doch ist! Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Cal? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Ah, oder doch? Der Peilsender. So hat Boat uns auf Kobau erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Ja gut. Von Planet zu Planet wird das nicht funktionieren. Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova Garen-System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Oder ist entführt worden und ist da gefangen. Also was sagst du? Riskieren wir's? Haben wir denn eine andere Wahl? No risk, no fun. Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Es kommt endlich mal wieder ein bisschen Action in die Geschichte. Achso. Nova Garen. Mal sehen, was da draußen ist.
Bode ist da draußen. Haben Kurs auf das Novagaron-System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seher, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. So. Dann los. Ziemlich langes Loading Gate. Triller war ein Sirius Padawan. Ah ja. Verräter. Okay, Cal, komm her. Das sieht cool aus. Bod Akuna hat alle verraten, um sich selbst und seine Tochter in Sicherheit zu wiegen. Ich kann einfach nicht aufhören, an Seer zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja, vielleicht ja doch. Mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Ja, laber mich nicht voll, ich habe Arbeit. So, kurz Lage checken. Irgendein Loot versteckt. Nee. Oh. Runterfallen wollen wir da natürlich nicht. So. Gucken wir mal hier. Dann können wir froh sein, dass unser Raumschiff da gerade so reingepasst hat. Ich wollte gerade Normandy sagen, aber es ist ja die Mantis. Ja. So, habe ich denn Fähigkeitspunkte? So weit, so gut. Zwei, jawohl. Es gibt nur die Macht. Macht nix. Da fehlt was. Irgendein Punkt fehlt. So, Überleben, Lichtschwert, Macht. Gucken wir mal bei Lichtschwert rein. Doppelklinge haben wir. Halte LB und Y, um das Lichtschwert zu werfen. Halte Y, um die Position des Lichtschwert, des Lichtschwert, Lichtschwertes zu halten und benutze L, um es zu lenken. Okay. Aufziehender Sturm. Halte Y, um einen Angriff auszuführen, der Gegner in einem kleinen Bereich mit Magnet anzieht und Cal in die Luft hebt. Ja. Das klingt doch schön. Ja. Und dann Rundumschlag. Auch geil, wie die rötliche Farbe da reingekommen ist, ne? Aufgefallen? Bestimmt, ne? Da würde ich aber auch gerne hoch, tatsächlich. Was denn? Ich seh's mir an. Was ist das? ISB-Basisstruktur. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Ja, und? Ich hab dich nicht verstanden, BD. Nee. Rechtsrum ist immer der richtige Weg. Gehen wir erstmal links gucken. Da liegt dann bestimmt irgendwas. Oder auch nicht. Wir könnten da runterrutschen. Aber dann gucken wir erstmal auf der anderen Seite. Ne, okay. Was haben wir hier? Aha. Oh. Moment.
Da geht's weiter. Zu einer Kiste. Habe ich doch richtig gesehen von da unten. Ach, Farben. Bin ich Maler oder was? Okay. Dann hier runter. Na, hoch geht's dann nirgendwo. Auch nichts, ne, okay. Tudum. Ah. Elektrowand. Solche Elektrowände werden in imperialen Hochsicherheitsbasen. Whatever. Damit kann ich doch hacken, ne? Ja. Und jetzt? Mach auf, Digga. Aua. Kann ich den denn dann auch irgendwie steuern da? Den Bot? Vollmüll? Nee. Das ist nur Fernglas, ne? Ja, Datenbank. Solche Elektronenwände werden in imperialen Hochsicherheitsbasen eingesetzt und erlauben nur nicht-organischen, sie unversehrt zu passieren. Alles andere wird schmerzhaft daran erinnert. Okay. Bringt uns jetzt aber auch nichts. Wir können BD-1 ja nicht steuern. Ja. Aha. Okay. Und? Kann ich mit dem jetzt irgendwas machen? Oh. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Ja, fuck. Hab ich irgendwas verpasst im Tutorial? Okay, warte mal. Ich guck mal, ob wir hier wieder hochkommen. Oh. Oh. Okay, irgendwo. Guck mal, hier ist ein Kabel. Stecker ist nicht drin. Aha. Hä? Wie soll das denn jetzt weitergehen? Da oben ging es nicht weiter, ne? Dass da irgendwo was wäre zum kaputt machen. So ein kleiner Reaktor oder so. Hm. Was machen die denn hier, die Dinger? Wenn ich sie schon scannen konnte. Nichts machen sie. Nichts. Eine Tür. Haha.
ist der Ausgang. So, was ist hier? Das eine ist rot. Warum? Kann man da was machen? Nein, kann man nicht. Oh, shit. Boah, das sieht schon geil aus, ne? Hm. Kann ich es da rausnehmen? Halt. Der Knopf. Nee. Das hätte man vielleicht die Batterie woanders einsetzen können, in eine andere Tür. So Hütchenspielermäßig dann. Gucken, welchen Eingang wir brauchen. Aber hier ist nichts. Also muss hier irgendwas sein. Ach so, vielleicht. So. Ich dachte, es geht nur bei grünen Wänden, aber okay. Da-dam. Da noch was? Nee. Dann starten. Ist nichts. Aber ich bin ja happy, dass wir wieder so eine... Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf Weiteres auf tertiäre Landeplattform umgeleitet. Dass wir hier so eine schöne Umgebung haben, so ein schönes Ambiente. Mit dem Hangars stimmt was nicht. Die FVK scheint okay zu sein, aber die Außenbereichsüberwachung ist offline. Was geht hier vor? Könnte sich jemand in uns... Tadam. Ja, es ist wunderschön, wirklich. Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Und gerade solche imperialen Bauten, das ist einfach geil. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf Weiteres auf tertiäre Landeplattform umgeleitet. Das ist halt so, das weckt halt Erinnerungen an die Filme, ne? Na, allein hier langer Strich, kurzer Strich, langer Strich, das ist ja am Todesstern, das ist ja überall. Und im Film war das gemalt, ne? So geil. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Der Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf Weiteres auf der Landeplattform umgeleitet. Schnipp. Wenn das eine ISB-Basis ist... Das macht Bord. Ja, und ich habe ja Raytracing ausgemacht, ne? Für den imperialen Geheimdienst. Weil der OBS abgestürzt war. Aber mit Raytracing sah das ja ultra geil aus, ne? Was, LT? Ja, das Ding da oben können wir einschalten. Gucken wir mal. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Oh. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung. Nein! Falscher Knopf. Umgeleitet. Was meinen Sie, werde ich kämpfen müssen, solange ich hier stationiert bin? Das ach was. Nicht der Schultersicherung? Nee. Tadam. Ich bin auf Patrouille, wenn ein Yeti in der Gegend ist. Sieh's mal so, wenn wir ihn umlegen, sind wir Helden. Ein Yeti? Bekommen wir... Ein Heldenbegräbnis? Gestolpert, genau. Da-dum. Kein Alarm. Alarm. Gott, Alter. Was wollt ihr von mir? Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf Weiteres auf der tertiäre Landeplattform umgeleitet. Hä? Ah!
Ah, dann kann ich das Ding wieder zurück dingsen. Knopfhaft. Oh. 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 Glück gehabt. Falscher Knopf, aber trotzdem gerettet. Der gesamte Verkehr wird für eine umgeleitet. Du bist hartnäckig. So, hier liegt nichts, ne? Okay. Ja, wir gehen mal da rein. Vielleicht ist das ein geheimer Ort. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Dieser Hangar ist wegen der Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der C-Landeplattform umgeleitet. Ist die Inquisition die Kredits nicht wert? Die Bilanz der ISB ist wesentlich besser. Relikte, das ist es, was sie sind. Da kann man nicht rüberspringen. Und je schneller die Autoritäten diese Tatsache anerkennen, umso besser wird es unserem Imperium gehen. Da hast du recht. Töte ich hier den Flammenwerfer. Achtung! Dann die Chain Gun. Komm, spring. Taufen Sie! Bam. Feuert strategisch. Ja. Du schießt euch nicht selber ab, ihr Doofs. Okay, den Knopf zu drücken. Ich sehe nach. Okay. Hacken. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Das soll eine Überraschung werden. Der hat nämlich Geburtstag heute. Auslöschungstruppler auf dieser Basis. Ich kann es nicht. Oh, lebt noch. Da. Hand ab wie der gute alte Luke Skywalker. Der Himmelsläufer. Moin. So, warte mal. Die beiden Hecken. Oh. Robot Wars. Ich brauch dich nicht mehr. Ah. Shit. Ich dachte für einen Moment, der wäre gehackt. Okay. Also quasi der Weg war umsonst, oder wie soll man das verstehen? Geht's da weiter? Nein, der Weg war umsonst. Und dann gehen wir wieder zurück und fahren mit dem Fahrstuhl. Ah, nee, da komme ich nicht mal hoch. Zu. Ist ja bloß, ich habe einen Knick in der Optik.
Ist das ein Schalter? Nein, Drive-In. Ah, hier. Ein Terminal. Vielleicht ist Boat in der Datenbank. Boat ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Roll, 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 ihr Boat. Sagt wer? Ziel in Reichweite. Drücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Aue! Aufhören! Bam! So, komm, lass dich hacken. Ah, einmal zu viel geschlagen. Jetzt hab ich ihn. So. Und du? Gehen wir BD1. Hey ho, let's go. Die müssen wir öffnen. Du bist ja groß. Ist das Dr. Evil? Hier spricht Commander Dantic. Ich möchte hiermit als Erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner sind zahlreich, aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir siegen. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Take care, mate. Okay, mach ich. Na, da hätte ich doch aber irgendeinen Pfad gemacht. Für akrobatische Leistungen.